Dann auch bei YouTube. Hallöchen an alle. Wir spielen heute ein bisschen Greg Block weiter. Der letzte Stream ist schon ein bisschen länger her. Der liebe Elite hilft wieder ein bisschen mit. Der macht die Bienchen weiter und wenn ich es richtig verstanden habe, will er sich ein bisschen an den Bäumen dran orientieren. Mal gucken, wie schnell das geht. Und ja, ich habe ein paar Sachen nebenbei machen müssen. Ja, ein ganz schöner Spruce. Und zwar einmal habe ich nebenbei die, ja, quasi noch einmal ein Disk mehr gebaut. Hat leider nicht geholfen. Das ganze System ist trotzdem gnadenlos übergelaufen. Aber gut, war ja auch klar. Dann habe ich die Verkabelung bei dem ganzen Redstone-Geschalter hier drüben ein wenig angepasst. Da hat mir der liebe Elite geholfen, einmal alles durchzugehen, denn hier waren noch ein paar falsche Sachen bei. Einmal waren hier unten die beiden Kabel vertauscht, also quasi das, was Lime abgefragt hat, also ja, was auch immer hier rauskommt. Genau, also Hydrochloric und Phosphoric Acid wurde quasi bei der Produktion von Lubricant abgefragt und umgekehrt. So. Okay, ich habe echt das Gefühl, das Sound ist viel zu laut für mich. Ich muss das doch nochmal kurz wieder rückgängig machen. Na? So. Ich glaube aber, so ist es tatsächlich zu leise. Vom Gefühl her. Oder passt das so für euch? So. Okay, also wenn das jetzt so passt, dann ist es in Ordnung. Ja, weil so schreit mich der Ingame-Sound nicht an. Genau. Also das hatten wir vertauscht, das hat da dazu geführt, dass wir einige Sachen nicht produziert haben, obwohl wir sie produzieren wollten sozusagen. Ja, weil halt die Abfrage falsch war. Dann ist Orange und Weiß hier anscheinend auch wieder vertauscht. Genau. Bei Orange wollen wir... Ich gehe mal davon aus, dass es das Glue und Co. Genau. Also hier wird quasi das Sticky Resin dann gemacht. Ja, ich weiß, dass die Platten voll sind. Habe ich eben schon gezeigt. Muss einen kleinen Augenblick warten, ich fix das gleich. So, genau, ich frage mich aber ehrlich gesagt... Achso, weil das Signal an ist. Genau, also das habe ich sozusagen vertauscht und ich gehe davon aus, dass ich es hier abfrage. Genau. Das heißt, hier sind die beiden Kabel einmal vertauscht. Wie gesagt, ich habe etliche Kabel vergeigt. Also wir haben alles in allem, haben wir echt einiges anpassen müssen. Wollte ich jetzt nicht on-Stream komplett machen, weil muss man sich halt doch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen und konzentrieren dabei. So, dann Steam hat gar keinen Check. Das mache ich erst nochmal weg. Dann haben wir, genau, hier sozusagen das gleiche nochmal. Da war hier ein Black Insulated Kabel und kein, nee, hier war ein graues und unten war das schwarze. War halt auch falsch. Dann, das ist noch eine andere Geschichte, haben wir hier noch eine Sache, die auch nicht ist. Und zwar ist bei dem grünen Kabel das Item, was hierbei rumkommt, nicht mit eingestellt. Nämlich dieses Poly-Irgendwas. Das ist hier unten anscheinend nicht mit eingestellt. Denn wenn man Poly-Gedöns herstellt, wir machen das ja über das hier. Nee, Hydrochlorid? Machen wir doch nicht darüber? Ah, machen wir über den hier. Stimmt, weil wir die beiden Sachen hier auch brauchen. Heißt, da muss ich einmal nachhelfen. Cable und ein Level-Emitter. Wie gesagt, die Festplatten mache ich gleich fertig. So, und bei Items haben wir... 4 Millionen gesagt, genau. Zack.
Das heißt, das läuft auch noch fleißig weiter. Inmitten, wenn es drunter ist. Als ob ich mehr als 4 Millionen von diesem Poli habe. Hey. In above or equal. Hallöchen, Tilera. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? So, warum leuchtet der jetzt nicht? Weil an ist er. Ach, stimmt, er soll ja auch gar nicht leuchten. Hehehe, ich bin doof. Er soll ja nur leuchten, wenn es quasi nicht da ist. Genau, Potassium ist nämlich auch noch nicht genug da. Mir geht's auch ganz gut, danke der Nachfrage. Ich habe zwar hier sehr, sehr viel... Ja, ich will nicht sagen kaputt gemacht... Aber, ja, habe ich. so, man in Stack Source sind bestellt. Ja, das wird Ewigkeiten dauern. Das kann ich dir so vorhersagen. Gut. Dann, was haben wir hier noch? Genau, das ist noch eine andere Geschichte. Würde ich sagen, können wir mal ein paar Sachen auslagern. Also, was wir definitiv in großen Mengen produzieren, was man, glaube ich, unschwer sieht... ist alles, was wir hier in diesen Riesenmengen haben. So, das werden wir definitiv dauerhaft immer produzieren. Und das. So. Genau. Also, was ich mir so ein bisschen als Faustregel, nenne ich es jetzt mal, machen wollte, war tatsächlich alles, was mehr... als Electrum, Redstone und sowas ist, das sozusagen alles einspeichern. So, das heißt, wir würden jetzt auch Stahl, Silicon, Aluminium, Chrom und das hier einspeichern. Das sind jetzt sozusagen die Sachen, die ich einspeichern möchte in unser neues System da drüben. Das Problem ist jetzt nur, wir müssen natürlich... Okay, hier habe ich auch Schilder hingemacht. Interessant. Ein Upgrade bei Hydrogen mehr. Stimmt, hier musste, glaube ich, noch ein Upgrade. Da habe ich ein Upgrade mehr reingepackt. Bei Oxygen genau das gleiche, weil das beides vollgelaufen ist. Und bei Methan anscheinend auch. Okay. Dann sind das hier die Quantum Chests. Ja. Und da brauche ich jetzt Storage-Busse. Genau. Storage-Bus. Und der muss so eingestellt werden. Genau. Und Priorität ist, glaube ich, egal, oder? Ich hoffe einfach mal, dass die jetzt egal ist. So. Warte, ich muss natürlich auch die Dinger hier oben alle einstellen. So. Gut, die Zahl stimmt jetzt nicht so ganz, aber... Shit happens, glaube ich. Ich mache das hier auch nicht nach einem großartigen Muster oder irgendwas, weil ich weiß, dass da... sehr viel Krempel eh noch zukommen wird. Oh nein. Du gehst weg. Zack. Aluminium wird auch nichts reingepumpt. Interessant. Okay, dann das Silicon. Ich hoffe jetzt natürlich, dass die Hopper alle richtig eingestellt sind. Ja, alle auf Highsignal. Wozu hier die Zahl am Schild? Da komme ich gleich alles noch zu. Ich habe einiges nebenbei gemacht, überprüft, wie auch immer man das nennen möchte. Irgendwas. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die ganzen Dusts und sowas alles noch brauchen. Sollten wir die mal zu 100%
verarbeiten dauerhaft. Dann können wir uns auch nochmal was anderes überlegen mit denen. Aber im Grunde genommen gehe ich davon aus, dass wir die meisten eh nicht in den Mengen verarbeiten werden, wie wir sie produzieren. Und deswegen packe ich sie hier einfach so querfeldein mit rein. Angeblich 364 Soul Sun Storage beim Crafting CPU 0. Doch, also CPU 0 hat ganz normal das. Also das Problem ist, es dauert Ewigkeiten, bis es gecraftet ist, weil das zwischendurch sich alles aufgehängt hat. So. Und da halt die Festplatten voll sind, kann ja auch gar nichts reinkommen gerade. Zack. Einfach abwarten. Wird alles noch. So. Ja, aber dadurch, dass die CPU nicht fertig ist, geht's halt nicht. Also, wenn die CPU sagt, stored, bedeutet das, dass die CPU das zwischencached. So. Denn ich habe mal alle Rezepte geleert. Lithium. Warum immer wir Lithium produzieren? Potassium. Ja, also wie gesagt, das sind jetzt halt die ganzen Sachen. Ich hoffe, dass da nicht mehr zu viele zukommen, weil ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das ja so viel wird. Nennen wir es mal so. So, dann. Sodium. Warte mal, hatte ich das hier nicht schon irgendwo? Scheinbar nicht. Nö, dann war das nur eine Einbildung. So, zack. Und das natürlich auch noch. Weg damit. Gut, dann kann ich jetzt die Festplatten leer machen. Mal gucken, wie lange das dauert wird. Beziehungsweise, nee, bevor ich die Festplatten leer mache, werde ich mir die Sachen hier mal kurz schnappen. Genau, weil die werden nämlich auch noch in großen Mengen an sich produziert. Deswegen. Und in Zukunft müssen wir dann sozusagen einfach das ME-System von da drüben sozusagen abklemmen. Das heißt, wir müssen, um zu gucken, was wir noch haben, was wir brauchen, müssen wir sozusagen einmal hier den Strang abklemmen. Und dann können wir gucken, was wir haben. Ich brauche keine neuen Platten. Das wirst du auch gleich sehen, warum und wieso. Also die Platten, die reichen vollkommen aus. So. Die Sachen wollte ich aber mal kurz reinpacken. Jetzt nur die Frage, in welchem Programm müssen die rein? Packer, Programm 1. Programm 1 und Programm 1. Hier ist Programm 3 drin, da ist Programm 1 drin, genau. Weil wir jetzt nämlich hier mit Screwdriver. Ja, wir müssen mit Screwdriver ran. So. Hier war es 9. 1, 2, 3. 64, 64. 64. So. Und da ich weiß, dass wir die Dinger jetzt halt eh in so großen Mengen kriegen, will ich die einmal kurz auch per Hand craften und direkt drüben einstellen. Also übrigens, hier sieht man auch das nächste Problem noch wieder mit dem ganzen Hot-Gedöns. Da ist nämlich auch noch wieder ein Problem bei entstanden. Also das sind so ein, zwei Probleme entstanden bei dem ganzen Umbau. So, aber tendenziell sollten es eigentlich dann jetzt die letzten Probleme auch sein.
So, ich hoffe nur, dass zuerst jetzt die Dinger benutzt werden und nicht die Festplatten. Das wäre nervig. So, jetzt die Frage. Ja, liegt es daran, weil es voll ist? Ja. Okay. Dann haben wir die Dark Ashes noch und das ist Programm 2. Und da haben wir, glaube ich, noch gar nichts da stehen. Dann wird es, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Also ich möchte es halt gerne jetzt einmal so machen, damit die Festplatten ziemlich leer sind. Darum geht es mir gerade. So, genau. Wir haben hier nämlich noch nichts. Das heißt, Packager. Ja, ich kann nicht wieder zurücklegen. Danke für nichts. Ja gut, Interface konnte ich wenigstens zurücklegen. So, dann... welches Programm war das? 2. So. Output hinten, auch wenn das ziemlich egal ist. Du sollst 64 von denen immer. Ja, kann immer noch nichts reinlegen. Und jetzt ein... Ja. Welchen Roboterarm habe ich hier genommen? HV. Okay, kriege ich hin. Durfte ich sogar wieder rauslegen. Dann noch einen netten Filter. So. Und Import. Supply exakt. Oh, warte. Das dürfen ja nur 4 sein. Gut, bei der Geschwindigkeit könnte man sich eigentlich auch überlegen, mehr als 4 zu nehmen. Weil jetzt so wie hier, jetzt angenommen, ich nehme hier jetzt 8, was ja auch geht, dann würde er sozusagen deutlich schneller abarbeiten. Aber ich belasse erstmal bei 1, dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber so ist wenigstens ordentlich. Dann ein Importbus. Zack, habe ich da irgendwelche Upgrades drin? Ja, eine Karte. So. Und Dark Ashes kommt auch in das neue System rein. Und dann sollte tatsächlich die Festplatte wieder ziemlich leer werden. Bin ja mal gespannt. So, Dark Ashes. Nein, das wollte ich nicht. Na. So, da ist Dark Ashes. Auf jeden Fall kommt hier schon mal was rein. Gut. Kriege ich hier die Sachen irgendwie weg? Nein, natürlich nicht. Ja, wie mache ich das am besten? Mal kurz ein bisschen... Stimmt, darüber kann ich das testen, ob das klappt. Wenn ich jetzt einfach mal... Rubber Pulp... bisschen was rausnehme... Hat das hier nicht rausgenommen? Er packt sich aber auch nicht rein anscheinend. Oh nein, sag... So. 1400. Doch, er packt's da rein. Okay. Heißt, einmal Festplatten nehmen und einmal durchjagen.